Hello people, willkommen zurück zu Let's Play. Super Sequel Nummer 10. So. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben. Jetzt werden wir uns mal diesen wunderbaren Mushroom sammeln. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Shell Kicking Koopas. Och nö, und auch noch diese Dinger. Na gut. Wenn man aufpasst, kann man die recht leicht austricksen. Deswegen sind die jetzt nicht die allerbösesten Gegner. Da fallen mir noch ein paar andere ein. Ich sag nur Fishing Boo oder fliegende Fische oder sowas. Ja, es war klar, dass der da rüberkommt. Zack. Okay, und da regnet es auf einmal Koopas. Das könnte ein bisschen unfair werden. So, stirb. Du schildkrötenartiges Viech, das sich Koopa nennt. Och, nö. Runter mit dir. Warte, das kriegen wir doch hin. Yes, ich bin gut. Hahaha. Ich glaube, das war von dir nicht beabsichtigt, Zig, oder? Und das auch nicht, oder? Hahaha. Tja, man kann diese Blöcke auch ausnutzen. Ich frage mich, wo soll hier denn jetzt ein Secret Exit sein? Ich finde hier im Moment kein Secret Exit. Ich weiß überhaupt nicht, wo ja überhaupt ein sein soll. Das heißt, vielleicht, wahrscheinlich ist am Ende irgendwas. Und diese Random Bullet Bills mag ich auch nicht unbedingt. Na, dass das Scrolling weitergeht, das finde ich zumindest ziemlich verdächtig. Warte. Oder war das einfach das Level, wo man hochfliegen musste am Anfang? Ja, das war das Level, ich erinnere mich. Das gab es auch in Sequel 6. Also man musste nur ganz am Anfang hochfliegen und dann hatte man es schon, ich erinnere mich. Das war das Level aus Welt 4. Ich habe das sogar am Anfang nicht erkannt. Ich frage mich einfach, wieso. Mann. Zack, 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 zack. Boings und stirb. Och nö. Dich habe ich jetzt nicht gesehen, du blöder Kollege. Runter mit dir. Ich habe gesagt, runter mit dir. Hörst du schlecht? Ah, oh, nö. Das Viech kam mir zu plötzlich. Nochmal mit dem Quatsch. Nochmal mit dem Quatsch. Was ist das denn für eine Grammatik? Ich glaube, ich sollte mal zum Grammatikfacharzt gehen. Weil diese unzusammenhängende Wortströme, die aus meinem Mund kommen, die sind ja etwas zweifelhaft. Also, von der sprachlichen Korrektheit her. Zack. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich manchmal grammatikalisch so abgehackt rede, ist, dass mir irgendein Gedanke in den Kopf kommt. Und es fällt mir irgendwie schwer, diesen Gedanken sofort in einer Sekunde in Worte zu verpacken. Und deswegen kommt da hin und wieder so ein... Hilfe. So ein komischer Schwall aus Worten heraus, die vielleicht nicht grammatikalisch hundertprozentig okay sind. Aber ich glaube, das dürfte jedem so gehen. Von daher muss ich mich, glaube ich, dazu nicht äußern. Haha! Habe ich nicht gesagt, dass ich von Kollegen wie dir nicht getötet werden möchte? Gerade eben. Na gut, aber immerhin hatten wir jetzt noch was. Okay, jetzt geht's aber erst richtig los mit diesen hübschen Bullet Bills. Ich glaube, das Level ist hier sogar schwieriger als in Sequel 4, könnte das sein. Ja, weil das war ja schon in der vierten Welt, oder doch nicht? Doch nicht schwieriger. Okay, das ist ein Level aus der Special World. Da, mit Kirby-Musik. Also einer der wenigen Fälle von Custom-Musik, also nicht Special World, sondern Star World. Und die bestand aus Remakes von anderen Spielen.
Also nicht Super Mario Bros., sondern Kirby und sowas. Und Mega Man und Donkey Kong und was gab's da noch? Irgend so ein Spiel, das ich nicht kenne, gab's da noch. Aber ich glaube, das wurde im Remake dieses Hex dann entfernt irgendwie. Okay, und die Cut-Offs, die hier im Original deutlich zu sehen waren, sind hier nun verschwunden. Na, ich habe mich schon gefragt, wo hier jetzt der unsichtbare Block ist. Selbst dieser Stein, der ist unter Wasser und es gibt keine Cut-Offs. Also, das hat sich wohl jetzt gelernt. Schön. Okay, allerdings ist hier die Palette noch arg verhunzt. Okay. Aber tut ja nichts zur Sache. Vor allem die Palette von den Leitern, die ist auch irgendwie etwas zweifelhaft. Dann... Okay, hier gibt es ja eine Feder. Das Level war ja im Original recht lang. Oh Gott. Mist. Dieses Chuck-Viech hätten wir irgendwie noch gebraucht, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir das hätten zurückhalten können. Uah. Ach Gott. Hilfe. Und rein mit dir. Und sogar hier ist der Cut-Off weg. Schön. Also das erste Remake dieses Levels gab es also schon hier. In Sequel 26, was ja ein kompletter Remake des sechsten Teils war, wurde das nochmal komplett neu aufpoliert. Schön gemacht. Gefällt mir. Allerdings macht man immerhin das eine Leben. Macht mir jetzt Sorgen. Jetzt machen wir Sorgen, dass nur noch eins von diesen Leben übrig ist. Ah, ich werfe einfach so einen Typen. Ach Gott. Hoch mit dir, geh hoch, du fetter Klempnersack. Und hier in diesem Level gibt es ja auch recht viele Slowdowns, aber das stört mich nicht im Gegensatz zu vielen anderen, die sich gleich wegen jedem Mini-Slowdown irgendwie aufregen. Man kann es auch übertreiben mit der Slowdown-Feindlichkeit. Ich nenne das jetzt Slowdown-Feindlichkeit. Mir fällt kein passenderer Ausdruck dafür ein. Kein passenderer Begriff, weil Ausdruck ja häufig auch als Synonym für Beleidigung angesehen wird. Zumindest war es bei mir in der Grundschule so. So. Och nö. Wehe, du lässt mich jetzt Game Over gehen, du blödes Spiel. Oh. Nein, 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 wehe. Dann kannst du was erleben, Spiel. Wenn ich jetzt Game Over gehe, dann erlebst du was. Du dämliches Spiel. Ach. Mann! Oh ne, jetzt muss ich diese Dreckschucks benutzen. Mann, ohne Feder wird das hier nichts. Hello, people, willkommen zurück. So, ich habe wieder auf Screen ein bisschen hingespielt. So, und jetzt werden wir dieses doofe Level hoffentlich beenden können. Und. Zack. Und rein mit dir. Ach Gott. Nein. Nein, 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 nein.
So, töten wir dich mal, Kollege. So. Also bisher läuft alles nach Plan. Betonung liegt auf bisher. Und es kann sich immer alles ändern. Zum Beispiel hier in diesem Raum. Und dieser Raum ist bösartig. Ach Gott. Ne, ne, ne. So. Diesmal bin ich auf euch vorbereitet, ihr Mistviecher. Die sich Chucks nennen. Boah, endlich ist dieser Raum vorbei. Okay, im Original gab's da, glaube ich, noch einen Raum, ja. Und hier ist erst der Midway Point. Gut. Hallo, Pilzi. So, weg mit dir, du Fisch. Weg mit dir, du Lotusblume. Okay, und hier ist nichts. Okay. Boings. Und nochmal Boings und rein mit dir. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welche Tür man rein musste. Aber ich kann euch versichern, so eine Tür am Anfang, die es hier gab, war es mit Sicherheit nicht. Ja, und die auch nicht. Ich glaube, jetzt gehen wir mal nach oben. Okay, und gucken mal hier. Ich glaube, die richtige Tür war ziemlich weit hinten. Ja. Oh nö, jetzt mache ich den gleichen Fehler wie eben. Mann. Muss mir mal angewöhnen, da nicht sofort nach oben zu schwimmen und darüber nachzudenken. Okay. Runter mit dir, dann bleibt wohl nur noch das hier. Ich würde mal vermuten, dass es die Tür ganz hinten ist. Ja, das ist sie auch. Und hier haben wir auch schon das Ziel. So, jetzt machen wir noch das Castle. Ach Gott. Zack, zack. Hilfe. Ach, Menno. Wow. Boah, wie hast du denn das gemacht, Mario? Du hast da einfach so drüber gejumpt. Und Midway Point, gut. Und hier haben wir wieder hübsche, in der Lava versinkende Plattformen. Ja, scheiß auf den Hit. Okay, und diese Plattform war etwas fies. Okay. ja, ich glaube, hier sollte man sich etwas besser konzentrieren. Und ich werde mir jetzt mal hier für diese Stelle ein paar Federn mitnehmen. So. Und Sodele. Geschafft. Ja, aua, ich wollte gerade sagen, da kann man um diese Viecher mit Leichtigkeit rumsprengen. Aber offenbar ist es doch nicht so einfach, wie ich es mir jetzt gedacht habe. So, einfach nur hier rüberlaufen und dann klappt's. Und hier gibt's eine Feder.
Was hast du vor, Hackersteller? Was hast du mit dem armen Spieler vor? Okay. Nichts allzu Schlimmes. Nur diese letzte Stelle. Die geht eigentlich, oder? Ja. Okay, dann machen wir im nächsten Mal hier weiter in der 7. Welt. Das war's dann von mir. Bis dann. Tschüssi.